Hi, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute. Ihr habt euch wahrscheinlich genau wie ich in den letzten Wochen die Trends angeschaut und euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass im Moment ungefähr alles auf YouTube sich um Essen dreht. Ich glaube, der Gottvater von diesem Hype ist Crispy Rob, aka Cheesy Rob, aka Sandwich Rob. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Und ich dachte mir, ich habe eine Idee. Und zwar folgende. Ich werde mir, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, eine Pizza bestellen. Aber nicht irgendwie. Nicht eine Pizza mit Käserand oder, keine Ahnung, Pizza Hawaii oder so. Nein, ich bestelle mir jetzt gleich eine Pizza mit allen extra Zutaten, die man sich bestellen kann. Ich habe da eine Seite gefunden, wo man hier in Köln Pizza bestellen kann. Und die haben Unmengen an Extras. Ist aber keine Kooperation oder so. Und ich würde sagen, gucken wir direkt mal rein. Und go! Okay Leute, wir sind jetzt im Menü hier und klicken einfach mal auf Pizza, weil wir wollen ja eine Pizza bestellen. So, dann nehmen wir doch einfach mal als Grundlage, weil ich würde sagen, das macht am meisten Sinn, weil bei den ganzen anderen Sachen ist ja schon Zeug ohne Ende drauf. Als Grundlage nehmen wir mal auf jeden Fall eine Margherita, aber was für eine Größe nehmen wir? 26, 30 oder 36? Also 26 wahrscheinlich ein bisschen klein, man muss darauf achten. Die Extrazutaten werden auch teurer, logischerweise, wenn die Pizza größer ist. Deshalb nehmen wir einfach mal die goldene Mitte und nehmen eine mittlere Margherita. Die kostet 6,90 Euro. Also der Grundpreis sind 6,90 Euro. Es sei gesagt, ich habe noch nicht gefrühstückt heute. Das heißt, ich hoffe wirklich, es schmeckt einigermaßen in Ordnung. Ich gehe nämlich gleich in die Uni und davor muss ich diese Pizza verdrücken. Klicken wir jetzt einfach mal auf Extras. Wir haben jetzt hier einerseits die Basic-Zutaten, Basic-2-Zutaten, Deluxe-Zutaten und Gratis-Zutaten. Schauen wir mal die Basic-Zutaten an. Wir haben Ananas. Ich würde sagen, Ananas nehmen wir einfach mal. Artischocken. Artischocken und Ananas passen perfekt zusammen. Nehmen wir einfach mal. Blattspinat, klar. Ei, unbedingt. Frische Tomaten, okay, da kann man nichts falsch machen bei einer Pizza. Frisches Basilikum, kann man auch nichts falsch machen. Jalapenos, Kapern, ich mag eigentlich keine Kapern, aber ich nehme alles. Also was heißt, ich mag keine Kapern, ich hasse es jetzt nicht oder so, aber ja. Mais, Mega Peperoni, Oliven, Putenschinken, Rote Zwiebeln, Salami, Sardellen, Brokkoli, Currysoße, Fleischsoße, frische Champignons, frische Paprika, Gorgonzola, Gouda, Peperoni, Soße Hollandaise, Thunfisch, türkische Knoblauchwurst, Garnelen, Gyros, Art, was auch immer es ist, Hähnchenbrustfilet, Hirtenkäse, Lachsfilet, Mozzarella, frischer Knoblauch und scharfe Soße. Leute, ihr seht es hier oben. Grundpreis 6,90 Euro, Extras 50,90 Euro. Das ist ohne Witz wahrscheinlich die teuerste Pizza, die ich jemals essen werde. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie die darauf reagieren, weil garantiert kommt irgendwie ein Anruf und meint so, ja, meinen Sie das ernst? Aber ich bezahle halt schon direkt mit PayPal, damit die wissen, dass das Geld bei Ihnen ist und dann, keine Ahnung, kommen ja nicht auf die Idee, dass irgendwie ein Prank ist oder so. Das übernehmen wir jetzt mal. Alter, wie das aussieht, diese Liste hier. Also alle Zutaten, die sie überhaupt haben. Klingt auf jetzt bestellen. Das fülle ich jetzt mal kurz aus. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bemerkungen und Sonderwünsche. Ich schreibe einfach mal rein, keine Spaßbestellung, sondern ein Experiment. Okay, dann würde ich sagen, Bestellung absenden. Okay Leute, ihr seht es hier, Bestellung erfolgreich. Ich habe mir soeben eine Pizza für 57,80 Euro bestellt. Was mache ich mit meinem Leben? Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das gleich schmecken wird, wie das vor allem aussehen wird. Und ja, Sebastian ist auch noch hier und ein Kumpel kommt gleich noch rum. Das heißt, wir kriegen die schon aufgegessen. Ich bin einfach gespannt. Also, gucken wir es uns an. Ja, schönen guten Tag hier, Max. Ich melde mich nur, weil ich gerade eine Bestellung bei Ihnen aufgegeben habe und sicher gehen wollte, dass die auch durchgeht. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ich hatte mir eine Pizza Margherita mit... Ja, ich habe die ja gesehen. Genau, mit allen Extras bestellt. Das kommt wahrscheinlich nicht jeden Tag vor, oder? Nee, eher selten. Ne? Wir haben das aber auch nur direkt registriert, weil es online bezahlt ist. Genau, das dachte ich mir schon. Deshalb habe ich online bezahlt, damit es auch durchgeht. Super, ja, können Sie... Ich habe eine Frage. Wie kommt sowas zustande? Wie das dazu kommt? Ja, okay. Das ist ja wirklich alles drauf. Da ist alles drauf. Ja, das ist, wie ich gesagt habe, so ein kleines Experiment. Ich mache YouTube-Videos und dachte mir, das sei doch ein interessantes Video, wenn ich einfach mal alle Zutaten auf eine Pizza packe. Ja, cool. Und worunter verpacken Sie das irgendwie bei YouTube? Das kommt dann auf meinen YouTube-Kanal. Den sollte man auch abonnieren. Also, ja. Ja. Nee, super. Dann weiß ich ja Bescheid. Wann kann ich mit der Lieferung rechnen? Also, die wird jetzt gleich in den Ofen gehen. Perfekt. Sehr gut. Alles klar. Dann bedanke ich mich. Tschüss. Leute, ich habe gerade meine super gute Idee, mir eine Pizza mit einem zu bestellen, meinem Manager geschickt. Und er meinte einfach, da machst du also das, was auch schon Prank Bros und Jonas gemacht haben. Also Uphone. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass andere Leute das auch schon gemacht haben. Deshalb ist das jetzt keine geklaute Idee oder so. Wenn ihr euch das Video in einer anderen Version nochmal anschauen wollt, schaut gerne bei ihnen vorbei. Nur, dass ich das nochmal gesagt habe. Und jetzt gehen wir aber auch zu dem Moment, wo die Pizza ankommt. Hey. So, viel Spaß beim Experiment. Danke. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Tja. Ist schwer? Ja. Ui, das ist super. Für Sie bitte.
Danke. Leute, hier vor mir liegt sie, ihr habt es gerade gesehen, der Lieferant hat sie uns gebracht, die wussten alle Bescheid. Ich habe ja nochmal angerufen und alle haben schon darüber gesprochen, dass der Boy die Pizza mit allem bestellt hat. Ich werde gleich den Karton öffnen und dann gucken wir sie uns an. Ihr guckt sogar vor mir, Leute. Wir zählen runter. 3, 2, 1, Pizza mit allem! Und? Wow! Oha! Alter, das sieht richtig geil aus. Sie haben sich richtig Mühe gegeben, oder? Junge, ich hab's die Kamera nicht erkannt, ich schau grad an der Kamera vorbei. Was ist das, Alter? Hähnchen, Garnelen, Oliven, Steak. Klar. Paprika. Brokkoli. Ananas, Brokkoli. Ei. Basilikum, Tomate. Mhm. Jalapenos. Klar. Was haben wir noch alles drauf? Da drunter sind, glaube ich, Artischocken wahrscheinlich. Ja, natürlich. natürlich. Okay, warte, ich klapp den Karton mal. Ich habe richtig Bock, die zu essen, Alter. Ich habe auch Bock, Alter. Du hast noch nichts gegessen. Ich habe noch nichts gegessen den ganzen Tag. Das ist aber Maxis Frühstück gerade. Hast du irgendwo ein Messer? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so sehr wie eine Pizza einfach aussieht, weißt du? Dankeschön. Was hast du gedacht? Ich hätte gedacht, das sei einfach so, so eine Torte halt. Aber es ist halt schon krass. Wenn du mal so runtergehst, sodass man die Dicke sieht, die ist schon gestört, ne? Die ist gar nicht mal so dick. Warte mal, bevor du die anschneidest, du siehst, es ist keine allzu dicke Pizza. Vergiss nicht, diese Pizza hat 56 Euro gekostet. Das ist schon krass. Guck mal, was da drauf ist. Das ist einfach eine Pizza. Okay, wir wissen, was ist drauf, aber... Nein, also Sinn... 56 Euro? Sinn macht das natürlich nicht. Das System ist ja nicht darauf ausgelegt, dass du dir so viel darauf machst. Weil die haben so viel Geld damit verdient. Die haben echt... Die haben so ein halbes Ei drauf gemacht, 5 Euro abgerechnet. Deshalb, Leute, das soll jetzt keine Drohung sein, teilt das Video, damit auch ich viel Geld damit verdiene. Sehr gut. Schneiden wir sie an, die Pizzatorte, für 57 Euro. Junge. Mit allen Zutaten. Und. Wow, okay. Damn. Oh, das ist schon dick. She's thick. Ich bin gespannt, vor allem ist es auch scharfe Soße, Aioli, ich glaube alles ist drauf. Mais habe ich hier auch gerade entdeckt. Natürlich. Dann wollen wir mal probieren. Was meint ihr? Augen zu beim Reinbeißen und sag mir, was du alles schmeckst. Was okay, drauf ist. Ja, ich probiere alles zu schmecken. Sucuk. Echt? Sucuk ist auch noch drauf? Sucuk ist auch drauf. Und man schmeckt halt vor allem Sucuk. Weil Sucuk sogar so krass schmeckt. Aber ohne Spaß, das schmeckt jetzt nicht so schlecht. Kann man das essen? Kann man voll essen. Also vielleicht hatte ich auch gerade nur einen guten Bissen erwischt. Aber Alter, warte mal. Leute, wieder die Zutaten rauskommen, Alter, krank. Mhm. Lachs. Das ist voll in Ordnung. Also ich hätte gedacht, wäre nicht so lecker. Niemals, Alter, niemals. Die ist nicht eklig. Schaut mal hier drauf, Leute. Ihr habt hier einen Abstand von 3 cm zwischen Basilikum, Olive, Garnele, Steak, Jalapenos, Ananas, Paprika. Das ist halt alles in einem Bissen drin. Und du sagst, das ist okay? Das ist voll okay. Ich gönne mir jetzt den fetten Bissen, okay? Ja, zeig mal. Da ist alles drauf. Oh, okay. Also man kann es voll essen, kein Spaß. Ich empfehle es niemandem, der Hunger hat oder so. Aber man kann es wirklich essen. Und das Krasse ist, du hast echt bei jedem Biss was anderes. So, erster Biss dachte ich, okay, schmeckt voll normal. Dann hatte ich Ananas. Gerade hatte ich Jalapenos oder irgendwie so eine scharfe Wurst oder sowas. Das ist voll gestört. Aber es ist voll gut. Probier mal. Sebastian vor der unglaublichen Pizza. Schnapp dir mal ein Stück und gönn dir. Digga, das kann nicht sein. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist komisch, so man schmeckt halt. Will ich auch Geschmackstest machen will. Das schmeckt halt alles, ja. Ja, da ist so ein bisschen Basilikum, sehr gut. Was ist deine Meinung? Okay, Jalapenos. Es gibt halt so dominante Geschmäcker, ne? Mhm, Paprika und Garnele. Okay, Garnelen sind schon weird da drin, das muss man sagen. Ist weird, ne? Wenn du so Jalapenos schmeckst, dann kommt so eine Garnele an. Das, ach, moin. Kann ganz kurz, was Mr. Wash Machine dazu sagt? Alles klar. Junge, ich hasse den, lass den nicht mehr in Videos reinpacken. Ja, der redet doch nicht dazwischen. Sag doch mal was, Digga! Der redet einfach dazwischen die ganze Zeit. Und dann, wenn man was von dem hören will, dann sagt er nichts. Aber ja, was ist deine Meinung? Nicht so schlimm, wie man denkt, oder? Geil, Alter. Oder? Ohne Witz. Die Sache ist, Leute, kann man sich nicht vorstellen, wenn man die so sieht, aber man hat so wirklich so Jalapenos und Sucuk, so Sachen, die den Geschmack dominieren. Und dann schmeckt es einfach fast wie eine Sucuk-Pizza. Und dann beißt halt auf eine Garnele drauf zwischendrin. Aber es geht voll klar. Also ich esse jetzt auch, ne? Nein. Du meinst für dein Frühstück, ne? Nein, ich esse auch auf. Wenn ihr mal mit eurer Familie was essen wollt, bestellt euch einfach so eine Pizza mit allem. Dann tut ihr die in die Mitte vom Tisch. Und jeder nimmt so wie bei so einem koreanischen Barbecue nur das, was er will. Leute, wir haben die Pizza jetzt fast fertig und uns fallen immer noch neue Sachen auf. Gerade zum Beispiel, die haben Kapern entdeckt, die hätte ich auch schon wieder ganz vergessen. Zwiebeln, sehe ich gerade. Also Mais sehe ich auch gerade da unten. Sehr gut. Leute, das Ding ist halt, mein Magen wird wahrscheinlich komplett verrückt spielen. Aber so ein Sebastian, der würde sich sowas auch selbst backen. Der nimmt einfach alles, was er im Kühlschrank hat, schmeißt es auf eine Pizza und isst es einfach so. Das ist kein Spaß, der macht sowas wirklich. Ja, könnte wirklich passieren. Ja, oder, keine Ahnung, Döner zum Frühstück ist auch so. Sebastian einfach. Oder zwei Döner vor Schlafen gehen. Oder das. Also ich bin mal gespannt,
ich halte euch auf dem Laufenden. Leute, das war's dann auch vom Experiment. Ich bin satt und die anderen beiden Jungs essen gerade noch die letzten Stücke. Ja, Leute, das war's. Wir haben sie komplett aufgegessen und ich muss wirklich sagen, es war ein interessantes Experiment. So, ich fühl mich jetzt nicht so, als hätte ich Geld zum Fenster rausgeworfen. Weil hast du ein Problem? Nein, aber wirklich, das. Klar, das war jetzt kein. War nicht schlau oder so. Aber das ist halt. Ich bin um eine Erfahrung reicher. Das stimmt, ja. Und was ist das für eine Story? Wie viele Menschen kennst du, die schon mal eine Pizza mit allem bestellt haben? Für 57 Euro. Nur ein. Nur ein, das bin ich. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, schickt es euren Großeltern und bis zum nächsten Mal. Damn.